something was amiss. He felt the evil from a spiritual abyss. He knew the time had come to purify the town. Hunt him down, hunt him down, hunt him down. Schrubbi, aufstehen. Wir müssen los. Muss abgehen jetzt. Hör doch mal auf, mich zu schlagen. Was ist denn los mit dir? Ist die nicht in Ordnung? Ist im Haut hier richtig auf der Eier, Freund. Mann. Oh, hör auf, Alter. Nicht, das zieht so nach. Oh, Gottes Willen. Ich hab dir nur auf den Arm gehauen, Alter. Ich wollte nur. Ja, und ich hau dir in die Eier, damit du endlich mal merkst, dass du aufhören sollst. Du sollst zu laut sein. Echt. Mitten in der Nacht hier. Ne, ist Zeit. Wir müssen aufstehen. Wir müssen ganz kurz mal gucken hier. Der Hunger hat mich geweckt. Achso, ja. Guck mal, in die Kiste, da sind noch ein paar Blaubeeren drin. Hätte ich organisiert, hätte ich dir mitgebracht, weil ich nett bin. 15 nur. Ja, ess bitte. Handelt mal mehr? Besser als nichts. Mehr. Als nichts. Ja, ja, vielleicht habe ich auch noch ein paar in der Hand. Ja. Vielleicht geht das in deinen Kopf. Ja, ist schon okay. Ich bin jetzt bei 51. Eierklatscher. Ich bin so bei knapp. Das ist vor allen Dingen nicht lustig. Hau die nur vor Arm, du musst gleich irgendwie. Oh, bleib ruhig, bleib weg. Na, ganz entspannt bleiben. So, die restlichen drei packen wir wieder zurück. Guck mal hier, meine. Ich würde mich mal in Richtung Werkzeug orientieren. Rein skilltechnisch, oder? Rein skilltechnisch, ja, genau. Der Mike Guns. Toolsmithing. Weaponsmithing noch einen, ne? Nee, erstmal nur Weaponsmithing bei dir. Ich mache jetzt erstmal nur Toolsmithing. Dann mach lieber irgendwie hier noch, Tyrannosaurus und mach noch den Bumble Pete, mach ich noch. Der Bumble Pete, wer war denn das? Knüppel ist natürlich, also ist meine Nahkampfwaffe. Knüppel aus dem Sack, verstehe. Knüppel auf dem Kopf. So, ich habe 40 Pfeile. Plus nochmal 13 Iron Arrows, also 53. Was hast du noch anzubieten? Ich habe knapp 70 Pfeile. Das okay, passt. Dann lassen wir das so. Ich habe noch Federn einstecken, braucht er halt noch Steine. Nick, Steine habe. Das mit dem weniger trinken, das ist ja echt. Survivor the, und the Camel oder so. Ja, Camel und Survivor. Schade, viel mehr Punkt. Aber kann ich dir vielleicht schon mal. Wir müssen raus, hast recht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz einen Club. Der hat jetzt 50. Willst du den haben? Ja, auf jeden Fall. Ich mach dann noch gleich Steinechse, wenn ich draußen bin. Und einen neuen Bogen vielleicht. Ja, da brauche ich. Ja. Das nimmst du doch hier. Nee, hier die. Zack, zack, zack. Warte mal, hier ist noch Holz. Ich packe mal Holz in die Kiste. Zweimal Bogen, immer scrappen. Hier ist der Bogen. Und kannst du dann vielleicht eine Picke? Wenn ich noch Steine habe, ja, aber Steine ist gerade der Engpass, stimmt. Dementsprechend kümmere ich mich jetzt drum. Dann los. Das erste, was ich gleich mache, wenn ich draußen bin. Wollen wir jetzt bleiben in dieser zerstörten Stadt? Ist das ja, wir müssen ja zumindest erstmal gucken. Erstmal sicher gehen, dass sie weg sind. Und dann lass uns mal ein bisschen looten. Also ein bisschen irgendwie, vielleicht ein paar Vorräte. Das Haus ist ja leer jetzt hier, ne? Da brauchen wir nicht weiter gucken. Haus ist soweit leer, ja. Oh Gott, ist so ein schön. Oh, bleib im Türrahmen stehen, sodass du auch nicht hältst. Ja, ist gut. Ist auch immer. Lass uns das Thema alternativ hier schon mal aufmachen. Lass uns dran denken. Ja. GG, gute Idee. Hier könnten wir zumindest ein bisschen, wir müssen aufpassen wegen Hunde. Ja. Aber ansonsten könnten wir hier Glück haben. Ich kack mal ganz kurz hier in den Boden. Ja, mach das mal. Ich muss das Ding hier rauf. Mal ganz kurz mal hier Axe. Don't Axe, jetzt fehlen mir Fibers. Like bei, nee, eigentlich nicht bei. Ja, gefragt. Altitude habe ich. Ja. Altitude. Zwei Stück, zwei Äxte kommen. Hallo? Okay, hier sind ein paar Zombies. Ein paar? Na, zwei ja, zumindest erstmal. Ein paar im Sinne von zwei? Ja, ich wollte schon gerade fragen. Oder ein paar im Sinne von. Sneak Damage Bonus, du. Alter! Du holst eine Lunge. Super Idee. Bist du hier voll? Super Idee? Das freut mich. Freut mich, dass du dich freust. Herzlichen Dank nochmal. Normal. Noch einer hier irgendwo? Sieht erstmal nicht so aus.
Schön. Ein bisschen Metall hier noch wegschreddern. Sind sie gut, ja? Ja, fantastisch. Wenn man jetzt. Dein neuer oh Gott! Eine Schlange! Willst du mich verarschen? Die sind drin und die wissen es dann. Was ist denn? Ich will vier Helfer noch. Da komm raus. Also hier. Gib mir. Ist sie jetzt tot? Du bist tot, ne? Von der Tür ein Zombie? Du bist jetzt. Jetzt bin ich. Die ist tot, ne? Das ist natürlich. Ja, die ist tot. Ja, die kann man filetieren. Ja, ich kann. Entschuldige mal bitte, dass ich mich jetzt noch um mich selber kümmere. Ja. Ich da war jetzt gerade. Auf dich mich lang. Lag dir da auch nicht. Wir brauchen Knochen. Wir brauchen Knochen für ein Messer. Ja, hier liegen Tote. Ah, ich hab schon, ja. Erster Knochen ist am Start. Mann, Achim. Alles klar. Gut, du kümmerst dich um das Haus, dann nehme ich mir schon mal das nächste jetzt vor. Ja, genau. Lass uns hier irgendwie auch in Rufreichweite beenden, weil es sind das. Coffee. Ja, dann geh ich einfach auf die andere Straßenseite, oder was? Ist das Ruf? Ja. Ich sag jetzt mal, ja. Genau. Und wenn du hast für mich hast eine. Hast du hier drüben eine Fackel hingestellt? Nee. Okay, schlechte Idee. Da steht eine Fackel? Am Haus dran, außen dran. Außen dran ist eine Fackel. Nee, halt nicht. Dann komme ich mit zu dir ins Haus rein. Bleib erstmal kurz zusammen. Ja, ja, dann. Mit der Angst ist schon. Okay. Da geht der Stift, weißt du? Ja, ich merk schon. Ich bin jetzt hier auf dem Dachboden. Wood Frame. Alter, echt. Ist das so schwer? Wood Frame. Also normal nicht. Also normal ist es nicht so schlimm. Aber, warte mal ganz kurz mal so. Ja, jetzt ist meine Axt kaputt. Und ich kann die nicht repairen. Hast du was für mich? Mhm. Bist du oben? Ich bin hier. Gut. Lass es mal okay, wieder dann nehmen wir hoch jetzt. So, hier. Nochmal Hälfte Steine zum Reparieren zur Not. Das ist gut. Komm, ja, einmal kann man die schon mal reparieren, das geht. Ein Jojo-Stein. Dass du die Nightstand nicht gelootet hast, das hat einen Grund? Nö. Nee. Warte mal. Check. Sneaky. Damage Bonus. Oh, der steht ja noch. Ach ne. Oh. Ach, du hast den oben gerade umgehauen. Ich dachte, ja. Alter, was denn? Was ist hier gerade für ein Geräusch? Der steht Alter hier noch. Freund. Ah, okay, bleib stehen. Zwei Bücherregale, die leer sind. Das ist echt schade. Noch ja, das ist doof, ja. Da hast du eine Verschwendung. $8. That's it. Ich hab hier irgendwas mit Painting gefunden. Oh. Flanellhemd zieh ich nicht an. Kannst du vergessen. Ey. Lieg nicht an die Scheiße. Aber warum denn nicht, Tim? Nee, darum nicht. Aber warum denn nicht, Tim? Jim Bob. Oh, trinken. Trinken gefunden. Trinken. So, du bist noch in dem Haus, wo ich drin war, richtig? Ja. Also kann ich hier. Du lodest hier. Glude hier. Immer rum, ja? Sollten halt nicht auf die andere Straßenseite in das Haus rennen. Hier ist eine Waschmaschine. Wieso denn nicht? Sei doch nicht so eine Pfeife. Ja, weil da drauf so eine Fackel drin hängt. Vielleicht ist da irgendjemand drin. Nimmst du die jetzt? Achso. Ja, ich nehme die jetzt weg. Denkst du, die verschwinden einfach so, oder was? Ist denn eine Fackel? Wir sind hier nicht in Zauberhausen, Mann. Ich hab schon so viel gesehen. Das stimmt allerdings. Ja, wir können es aber auch nicht stehen lassen, Schreiber. Wenn die uns in den Rücken. Jetzt nehmen wir mal an, da ist jetzt wirklich jemand drin, ne? Dann wäre das doch fatal. Alles klar, du hast mich. Gut, machen wir so. Komm, rüber. Kick mal nach Hunden. Musst du direkt vor mir laufen? Hä? Ja, muss ich. Achso, als männliche Trüchel. Achso, du lootest den gerade. Ja, geh mal immer rum, ich gehe rechts rum. Mal rechts hören. Rum? Ja, ich geh rechts rum ums Haus. Nur mal hören, auf was hören. Was hören. Draußen, aber hinten ist auch eine Fackel. Du, die, da sind zwei. Mehrere Fackeln? Zwei. Nicht gut.
Ja, was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass ich bin im Das ist tatsächlich hier draußen ist eine Tür. Ich kann Moped. Was für? Dein Ernst? Warte. Schwierig. Okay, ich hab's geschafft. Wo bist du denn? Guck dich. Deckung, ich bin hinter dir. Was ist er? Ja, gehör's auch. Shit, jetzt. Wenn ich hier kurz den Zaun einschlage, ist das gut? Nee, da können wir rüberspringen. Zur Not. Was, hier rüber? Nee, ja, wir können da rüberspringen. Pass auf, warte hier. Guck. Scheiße. Ich weiß, hier. Ich hab dich benutzt. Hä? Ja, aber warte doch mal. Immer einen Ausweg haben. Immer einen Ausweg haben. Ja, ist gut. Wo geht Pistole am Anschlag? Auf jeden Fall hat dieses Haus hat eine Eisentür. Tja. So was? Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Okay. Oh fuck, Mann. Wir sind weg wieder. Der hat hier auch noch eine Eisentür. Hier kommen wir ja nicht rein. Ja, da kommen wir absolut gar nicht rein. Hast du das gerade? Ich hab die offen gemacht, ja. Also ich hab probiert. Ah, okay, alle klar. Informationslos bitte. Muss ja nicht sein. Achtung, ich muss pupen. Danke. Aber lass mal erhöhte Position einnehmen. Dahinter, oder was? In Richtung Kirche? Da, die sind Richtung Nordwesten. Nordwesten? Baum hier. Nordwesten? Ja, Nordwesten auf jeden Fall. Aber die kamen aus Nordwesten und sind dann Richtung Südwesten abgezettert. Ich höre jetzt auch nichts mehr. Aber. Okay. Ich würde jetzt ich würde jetzt Richtung Osten halt irgendwie laufen. Richtung Osten, ja, okay. Und dann gucken, ob wir ein Haus finden, weil wir müssen ja auch weiter durch. Denk an Minen, Mann. Ja, ich habe doch den Weg schon längst eruiert. Da hinten sind sie, ich sehe sie. Und die haben erodiert. Auch Zombies. Eruiert. Erodiert. Ach, halt Maul. Lange du nicht ohne, ist das mir nicht alle. Es ist halt, wir bald eskalieren. That escalated quickly. Ja, ich sehe sie halt da hinten umher, weil dann siehst du sie? Fahren da? Nee, sie haben nicht. Da irgendwie ein kleines Zombie-Problem. Lass uns schnell hier zurande kommen und dann, ich weiß nicht. Wenn die da irgendwo anhalten, dann gehen wir vielleicht mal gucken. Aber scheinbar halten sie da an, die ballern da auch rum. Ich sehe halt nur Schüsse. Also ich höre sie nicht, ich sehe sie nur. Ich sehe ja auch nicht. Das ist so ein bisschen mein Problem. Also irgendwie, du hast doch eine Brille auf, vielleicht soll sie mal abnehmen. Eine gute Idee, ne? Eine ganz gute Idee. Ja. Na ja, gut. Dann ist. Ihr seid ein Feigling. Ja, wir einmal mit Profi sein. Was ist mit euch los? Oh mein Gott. Alter, die Folge ist mehr Schnippelarbeit als alles andere hier. Ich bin alle drin. Na klar. Lass ich jetzt einfach laufen, oder was? Ich hab die Leute verlässt. Schon klar. Nein. Okay. Dann schneiden wir mal für das Lachen raus, okay? So. Ja, natürlich, klar. Hm? okay. Geht weiter. Ich weiß aber nicht, ob ich kann jetzt. So. Du musst einzählen wieder. Wenn du einzählst, dann bist du wieder im Modus. Ja, okay. Kannst du bitte mal zurückkommen? Ich meine, wir stehen nee, dann wieso? Wir müssen da nicht schneiden. Wir schneiden dann einfach, wenn wir im nächsten Haus drin sind. So, das schneiden wir dann so rein, so. Klack, klack. Ja. Okay. Ja. Hm. Ja, klar, passt. Sieht doch doof aus, wenn wir hier sind, machen eine Überblendung zu, wir sind immer noch hier. Ja, okay, gut, alles klar, hast recht. Lass uns kurz hier ins Haus reinschütteln. Ja, genau. Das ist eine gute Idee von dir. Oh, das hört sich aber nicht so an. Doch. 23 Federn, alter Freund. Also machen wir jetzt, einfach hier fangen wir an. 3, 2, 1. Oh. Also ich sehe auf jeden Fall ihn da hinten sitzen. Sneak-Bonus. Ja, Sneak-Bonus, genau. Norbert. Direkt weggeschnüttelt. Muss man neue... Könnte aber weiter rechts auch noch einer sein. In dem rechten Kopf. Kurz nochmal neue Access machen. Access. Oh, ja. Scrap Helmet Gematic. Gut. Read.
hier noch einer drin. Da könnte noch einer sitzen hier. Ich hätte hier. Ich packe hier. Vertikutier? In diesen Nightstand packe ich dir mal eine Stone Axe noch mal drin, ja? Ja, wenn man diese eine englische. Ja, Bescheid. Know the chat, thank you. Know the chat, thank you. Ich hab einen Cooking Pot. Hammer. Ist gut, das ist gut. Ja, ist auch, ist auch unser gut. Wasser abkochen. Das, ich persönlich finde es jetzt auch nicht schlecht. Ich finde das auch sehr gut, was du gerade gemacht hast. Ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dass ich bin auf dem Weg nach oben. Hier weißes Flanellhemd sieht aber schon wieder gut aus. Hm. Ich kann. Das stimmt. Liegt denn da hinten rum? Das sieht ja komisch aus. Oh, das ist ja wieder irgendeine Falle oder so. Schnuppert auch schon wieder. Böse Tier. Nischna, schnubbelt die ab. Ist das? Ah, nee. Leatherhood, Schematik und Enforcer Magazine ist ja für dich. Du bist ja der Mann. Nee. Hier ist irgendwas unter mir aufgewacht. Komme. Ah, gut. Achso, wir sind hier. I'm going down. Ein yellen Timber. Okay. Also jetzt hier, so. Das ist nix. Meine Tante ist hier in das falsche Ding reingerannt. Echt? Also, soll ich dir da jetzt noch helfen, oder? Nee, ich muss mich gerade nur entscheiden, welchen Zombie ich jetzt zuerst umbringe. Ach, das ist ja auch die beste Entscheidung ever. Ja? So, Küche ist looted. Looted. Ah. Oh, Alter, ey, Freund. Was denn? Nicht in der Schussbahn, ne? Nicht da, wo ich hinlaufe, da bitte nicht hinschießen. Nee, hab ich an dir vorbei, hallo. Painkiller, noch gefunden. Also ich hab wieder zwei Painkiller einstecken. Wenn du noch was brauchst für dein Leben. Ja, ich bin 34, hab ich nur noch. Hab ich nur. Pass auf! Oh Mann. Oh, das ist ja weiß, das sieht aber schon ein bisschen, also. Das ist gar nicht mal so hässlich, bringt, oder? Ja, also, deine feminine Seite bringt dir gut zur Geltung. Ja, ich finde auch, das macht doch einen schicken Arsch. Ja, macht doch, ja, stimmt. Was eher so hier? Birne. Itzy Bitsy Spider Challenge, okay. Ich hab auf jeden Fall einen green Hoodie und eine Skullcap. Bist du hinter mir gerade? Ich bin quasi, ja. Hier in dieser Cardboard-Box ein Painkiller für dich drin. Schau, mir noch ein bisschen Stoff mit. Eben mal. Okay. Stoff kann ich schauen. I use it. Oh mein Gott. Sollst du dir nochmal einen Knochen machen? Knochen ist, glaube ich, Ich habe einen Bone Jive, falls du dich jetzt meinst. Ja. Oder soll Knochenmehl fressen? Nee. War ja gut, Wein. Ein Knochenmesser auf jeden Fall machen, ist keine schlechte Idee. Ja, mal ein paar Scheine. Achso, sollt ihr übrigens machen, jetzt. Ne? Nee, ich hab, danke. Alle gut. Ich musste mal raus, ich musste draußen mal ein bisschen. Brecherchen? Steine klopfen. Ja. Die Tür hinten ist auch verriegelt und verrammelt, ey. Mann, ja, du verlierst auch schon wieder in deinem ganzen Rederausch, dass wir ja eigentlich noch Probleme haben, ne? Ja, ist gut, die waren jetzt irgendwo, ja, toll. Jetzt sind sie nicht mehr da, also muss ich erstmal weitermachen. Meinst du? Wissen wir noch gar nicht, ob die noch nicht jetzt noch da, nicht da. Ich, ah, vor allen Dingen Kasse. Und die kommen. Ich renne hinter das Haus. Wo denn? Oh Gott, hier von der Tür ist auch noch Sperrangel weit offen. Du? Die halten an. Ich bin hinter dir. Hinter dem Haus bin ich. Die haben angehalten. Oh, nicht, dass er mich sieht. Nicht, dass er mich sieht. Ich muss. Ich sehe nicht. Sag mal, weißt du eigentlich, warum wir diese Party da nicht mit da, wo der Boss dabei war Party von Boss, weißt du? Ja, das weiß ich auch nicht, Herrschaft. Jetzt frage mal deinen Hobel da nicht mitten auf der Straße. Komm, fahr mal da ein bisschen auf Zeit. Warum denn nicht? Kommt doch sowieso keiner jetzt hier. Also. Denke ich jedenfalls. Oh, das denkst du schon wieder. Bloß, wir müssen jetzt schauen, wo die zwei hier sind. Wenn wir jetzt ansprechen, ich hab Schiss. Nee, stopp. Meinst du, das ist jetzt besser geparkt? Ja, das ist besser. Sag mal, hat der Boss dir gesagt, warum er dir überhaupt sucht? Was da schon wieder abgeht? Ach, du weißt doch, der sagt nie irgendwas. Der sagt nur, Crazy macht das, Crazy macht jenes. Und Crazy mach mit Biersepp und
crazy, mach Kaffee. Danke. Und ja, nee, da sagt nix. Stehen ja, gut. Ja, dann schauen wir die Hütten noch durch. Geh. Scheiße. Irgendwo müssen sie stecken. Ja, irgendwo. Aber du weißt doch. Müssen die weg? Ist doch ganz weit weg alles hier. Ganz irgendwo müssen sie doch sein. Schreiber. Ja, was? Wir müssen. Ja. Irgendwo anders hin, oder? Ja. Wollen wir das aussetzen, das Thema? Vielleicht hauen ja, die gleich wieder ab, wenn sie uns sehen. Ja, die hauen mit Sicherheit mit ab. Lass uns Richtung Westen ab. Abdampfen. Also nur ein Stück. Da waren sie ja gerade schon. Die werden wahrscheinlich weiterfahren. Gucken wir schon hier nur nach Sachen und so. Ja, okay. Ich wiederhole mich, aber pass bitte auf ihn auf. Also, sagst du das aus einem bestimmten Grund, oder? Ich sag das aus einem bestimmten Grund, weil links ihnen liegt und, es okay. Leute gibt, die an, hinter dem Stein, hinter dem Ressourcenstein. Ach, da. Oh, die, ich hör Mopeds. Ich auch. Siehst du, jetzt muss ich wieder woanders hinparken. Du hast die Viecher nicht gehört, die da kommen. Los, ja, komm, wir hauen ab, komm, da ist nichts. Das schaffst du schon. Los, wir fahren jetzt da. Scheiße. Ja. Du, wo die hinfahren? Ja, nee, noch nicht, dann sind noch nicht überstiegen. Nächster Ort vielleicht. Ja, wir fahren jetzt weiter. Die kommen uns entgegen. Die kommen uns entgegen. Achtung, Achtung, verstecken. Ja. Undetected. Das sind keine Zombies. Du bist auch undetected, Mann. Sen. Bizeps sollte man einen Vergaser einstellen, der hinterlässt schwarze Rauchwolken. Tatsächlich fast raus. Scheiße. Ich hab Angst, ja. Bizep. Ich meine, klar. Boah, aber. Bizep und Crazy, ja, so ganz ehrlich, also. Eigentlich können wir denen noch trauen, oder nicht? Also, eigentlich nicht, okay. Per se gehören sie zum Boss. Ja, eben, sie gehören ja. Sie zum Boss und der dreht völlig durch. Also müssen wir davon ausgehen, dass die auch durchdrehen. Aber. Ja. Die haben mir irgendwas von einer Party erzählt. Also, ich glaube, die meinen unsere Party, die wir hatten. Ach, das bezeichnen die als Party? Ja, das hat vielleicht der Boss denen als Party verkauft. Sodass sie jetzt nicht wussten, dass wir da jetzt. Weil der Boss selber nicht, vielleicht nicht wusste, wie. Zur Schlachtbank geführt werden, oder was? Ja. Nee, vielleicht wusste der Boss nicht, dass wir, dass die, ja, wie sie sich verhalten dem gegenüber sozusagen, verstehst du? Ja, kann natürlich sein. Ob sie da jetzt dafür sind, dagegen oder wie auch immer. Ich nehme den anderen. Ja. Sicher? Ich hab ihn angeschossen zumindestens. Okay. Mein Bogen ist noch wieder justieren hier, der Messer? Kritzgratten. Ja, Messer war gut. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ich geh mal hier in das Haus drin, auf jeden Fall. Hier waren die doch gerade drin, oder? Ja, und das heißt ja nicht. Es ist hier eigentlich kalt, aber. Ich glaube nicht, dass sie hier nach Essen gucken, weil den Essen haben die ja auf jeden Fall. Das ist ein guter Einwand. Nichts, glaub. Nicht. Fallen lassen. Shit. Ah, hier. Ich habe irgendeine Schatzkarte gefunden, die werde ich mal kurz lesen. Ja, mach mal. Du kannst kurz mal hier den Müll mal durch, kann auf jeden Fall erstmal nicht verkehrt sein. Ja, auf jeden Fall. Nämlich Eisenspitzen. Im Haus jetzt? Nee, bist du nicht, okay. Ich kläre das Haus. Ist offen, danke. Oh, eine Ranch. Ranch ist super. Ranch ist die halbe Miete. Du sagst das. Sage das so, ne? Einfach mal so. Aus der Lamin. Du sagst das schon in. Ah. Ja. Was ist hier mit? No room in Eagle. There's no room in hell. The zombies walk the earth. Stimmt so, ja. Edge stimmt so. Oh, dein Holzknüppel ist schon nicht verkehrt, aber ganz ehrlich, ich freue mich schon auf den ersten Barbed Club von dir. Ah, Barbed Club. Den ersten Reinforcer. Dazu bräuchte man eine Schmiede. Also Schmiedeeisernet. Was ist mit Saves? Ja, Saves. Brauchst du 300 Jahre, bis du die offen hast. Ist Quatsch, ja. Ich würde ganz kurz mal, gehe ganz kurz mal aus dem Biom raus. Ja. Und organisiere mal kurz ein bisschen Stein und Konsorten. Das ist eine gute Sache.
Und immer ein Ohr an die Straße, ne? Immer ein Ohr an die Straße. Ich bin der Straßenohrmensch. Ich bin Indianer quasi. Du bist Indianer. Ist schon immer gewesen auch. Ja. So. Oder so ähnlich. War wohl gewesen. Raw Iron, ich verliere Raw Iron. Warum nicht das? Also die haben hier echt nichts gelootet. Die haben nur geguckt, ob wir hier sind. Und that's it. Okay. Ja, dann sollten wir den auf jeden Fall den Gefallen jetzt nicht tun und uns hier irgendwie großartig bemerkbar machen. Dann lass uns so ein bisschen unter dem Radar hier irgendwie in der Stadt bleiben. Denn werden sie nicht nochmal suchen. Nicht unwahr. Absolut. Machen wir so. Erstmal zumindest, bis wir hier, ich sag mal so, das Wichtigste durch haben und dann wieder in Bewegung. Wir müssen uns natürlich auch ein bisschen wieder ausrüsten. Das und die sind, in welche Richtung sind die jetzt weg? Himmelsrichtung also, jetzt mal. Richtung. Kann ich dir sagen, wenn ich draußen stehe? Okay. Ich glaube, dann sollten wir in die entgegengesetzte. Weißt du so, dann sollten wir irgendwie auf jeden Fall irgendwo anders hin. Nicht also erstmal hinterher, erstmal sondern. Erstmal weg, erstmal weg. Großen Bogen schlagen. Großen Bogen schlagen. Ja. Immer eine gute Idee. Also schlagen an sich ist sowieso, ja. Aber es ist eher so dein Ding, ne? Ja. So ein bisschen sinnlose Gewalt. Schon. Das ist schon. Kann man schon mal machen. Das ist nicht unwichtig. Auch für das Wohlbefinden. Das war so, was gucken, Shovel. Hier war einer drin. Shovel brauche ich die Dinger. Ja, super, Alter. Was kann ich denn jetzt hier machen? Achtung, ich höre irgendwas komisches. Laufen. Ich bin ich bei dir in der Nähe? Ja, drei. Ich habe drei Schreiertanten. At my house. Direkt auch bei mir drin. Ich treffe auch nicht. Mein Glück, dass ich nicht treffe. Komm raus, bitte. Komm raus auf die Straße, ich bin da. Ich sehe eine. Noch eine. Kannst du noch nicht anschießen? Nee, die ist draußen halt vom Haus. Noch zwei. Macht das Sinn? Ist das okay warum machen die das? Hast du die jetzt rausgeholt? Ich hab eine draußen, zweite draußen. Ich hab noch zwei drin. Wir sind draußen tot. Ene hängt nur drin. Ene hinter dir. Achtung, pass auf, Mensch. Schröber, nicht. Nicht. Ist lieb gemeint. Oh, hier ist noch eine Pistole. Ich glaube, die haben wir gesucht. Gesucht und auch was gefunden hier draußen. Du hast die Zombies? Pistole genommen jetzt, oder? Hab ich jetzt genommen, ja? So, nee, ich brauch keine. Danke, alles gut. Arbeite mit Pfeil und Bogen weiter. Was? Entschuldige bitte. Ich wollte. Gib sie dir nachher in der Basis, versprochen. In der Basis? Du würdest mich jetzt tatsächlich hier. Nee, komm her, hier ist die Pistole. Aha. In der Leiche. Wartet jetzt? Laufen wir immer ums Haus? Hier hinten steht das noch. Steht da hinten ist noch eine. Sag mal, kannst du nicht jetzt? Kann jetzt echt nicht sein. Was hast du denn hier gemacht? Ich hab gar nichts, was soll ich denn gemacht haben? Ja, okay, das kann natürlich auch das Biom sein, ne? Das möchte ich jetzt nicht hier irgendwie auf Körperwärme funktionieren irgendwann. Nee, aber ja, wer weiß, wie diese Biom reagiert. Die kennen mich hier nicht aus, ich war hier noch nie. Nie. Komm schon. Ohne Iron Fire Axe, das ist gut. Oh, noch eine Schlange. Ich hasse Schlange, ich bin stunt. Ah, Schlange. Ich drücke den falschen Knopf. Komm schon. Oh Gott. Was ist denn mit dir los? Alter. Hast du jetzt? Hast du noch was, um dich hochzuhalten? Ist halt gut. Entweder hat sie mich verfehlen wollen oder ist zu doof oder whatever. Auf jeden Fall treffe ich sie jetzt nicht. Du Mistpechschlange. Echt? Ich habe auch viel zu viel Kram bei. Ja, ich auch. Wir müssten eigentlich mal ganz kurz mal ausladen. Ja, ich auch. Lass mal ausladen hier. Müsst doch ganz kurz mal was trinken hier, das wäre auch mal nicht so unwichtig. Ausladen, reagieren. Ein Huhn? Hast du noch einen? Die Schlange hat einen Huhn verschuckt. Hatte. Den Cooking Pot, hast du den noch einstecken? Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Selbstfreilich. Wo ist ein Huhn jetzt hin? Bräuchte ich.
Willst du denn jetzt mit dem Huhn, wenn ich jetzt mal ganz dezent mal anfragen darf? Na, Pfeile. Achso, ja, du. Federn. Ich hab gedacht, okay. Du bist das Huhn. Ich wollte gerade schießen. Du bist ja witzig. Kommst du? Was ist das gewesen? Komm mal her. In die also Richtung sind die übrigens abgehauen, Richtung Westen. Ja gut, da ist ja nun mal unser Haus da. Ich hab mir das ja nicht ausgesucht. Die sind aber in die Richtung abgehauen, ich wollte es ja nur sagen. Ich geh jetzt, ich gehe. Achte auf Minen. Ich werde auf Minen achten. Danke, gut, dass du mich so auf mich achtest. Ich freue mich schon. Freund Blase. Wenn wir uns gleich im Haus sehen. Dann. Geh los. Ja. Ist nicht gut? Ist denn nicht ganz knusper oder was? Gleich. Gleich. Verstehst du? Im Haus. Ja, ja, genau, gleich denn im Haus. Vorne jetzt, ah, klar. Jetzt gut. Gleich. Okay. Denn in den nächsten. So. Wir sehen uns gleich oben. Alle klar. Wir sind jetzt schon oben. Alle klar. Gut. Ich sag schon mal Tschüss, bis denn. Ah, bis dann. Bis gleich. Tschüss.